Warum ist dir das eigentlich so wichtig, dass du bereits 4 Nächte bei widrigstem Wetter hier verbracht hast? Ich habe gesagt, dass ich das Grundgesetz hier schützen werde, auf meine Weise. So, das ist die eine Geschichte. Weil das Grundgesetz ist zurzeit mein Zuhause. Wenn es uns genommen wird, sind wir alle obdachlos. Also ich lebe hier gerade wie ein Obdachloser. Wenn es uns genommen wird, sind wir alle schutzlos und wie Obdachlose. Ja, das ist so ungefähr einer der Gründe. Aber der andere Grund ist natürlich, wir haben den Herrn Schäuble gefragt, ob er die Schirmherrschaft übernimmt, ob er uns unterstützt, auch wenn die Behörden Nein sagen. Die Behörden haben deutlich Nein gesagt. Und wir wollen das Bild haben, wie die Polizei das wegnimmt und abbaut. Ja. Ja, sie waren hier, um sie wegzuräumen nachts. Ja? Ja. Ach, wirklich? 8 Polizisten im Dunkeln. Und was hast du immer? Und genau um 12. Ich habe mich dann... Das war nicht da. So hier hingestellt. Freunde von mir haben sofort Fluter geholt, Lichtfluter, die ganze Szene unter Licht gesetzt. Und dann war einer mit einem Presseausweis und einer großen Kamera. Ja. Und dann kam ein Feuerwehrwagen, aber ein kleines Auto, ein ziemlich kleines Auto. Und da waren 2 Männer drin, die sollten das jetzt abbauen. Und inzwischen waren intensive Gespräche mit der Polizei. Ich habe ihnen erzählt, was hier fehlt und warum und so weiter und so fort. Und die wollten das genau wissen und fanden das außerordentlich interessant. Und ich hatte das Gefühl, da war tiefe emotionale Berührung auch. Und die Feuerwehrleute haben sich das dann angeguckt und haben gesagt, sie wären damit überlastet, überfordert, das zu zweit abzubauen. Sie bräuchten größeres Equipment. Dann kam eine Frau aus dem Parlament. Die wurde da geholt, ich weiß es nicht, vielleicht von Herrn Schäuble, ich kann es nicht sagen, woher sie kam. Jedenfalls, die haben sich dann zurückgezogen und besprochen und dann hat die Polizei gesagt, sie würden sich jetzt zurückziehen und das Ding erstmal stehen lassen, weil sie wären überfordert, damit das abzubauen. Oh. Das war der Punkt, das war vorgestern, jetzt haben wir erwartet, dass diese Nacht das abgebaut wird, da hat sich aber keiner gerührt. Aber es sind sehr viele Polizeikontrollen. Der Bereich, in dem wir sitzen, da hat man die Kameras umgestellt, um auch zu sehen, ob wir da sind. Und es sind sehr viele Gespräche mit Polizisten. Also heute früh kamen Polizisten. Und die erste Frage war, ob Herr Schäuble nun unsere Aktion unterstützen würde, war die erste Frage. Das heißt, die haben im Internet geschaut. Und dann, das wäre so schön und so passend. Überall würde aller Scheiß erlaubt. Und dass das hier nicht erlaubt wäre, wäre eigentlich nicht zu verstehen. Also so ungefähr geht der Weg im Moment. Man will halt nicht die Bilder haben, wo ein Polizist da dran rumwerkelt, wie Artikel 20 auseinandergenommen wird. Das ist halt nicht so ein schönes Bild. Also sind wir mal gespannt, was passiert, wenn es nachher weggenommen ist. Weil für mich ist ja nicht das das Kunstwerk, sondern das, was passiert. Und ob das dann zur Freiheit der Kunst dazu gehört. Auch, dass wir die Behörden provozieren, das ist halt das. Da bin ich mal gespannt, was in dem Bundesverfassungsgericht rauskommt. Die sind ja auch darauf eingestellt, dass das das Ziel ist. Genau. Deswegen lassen Sie es vielleicht auch stehen. Ja.